Bei diesem SKF-Schulungsfilm geht es um einreihige Schreckkugellager. Ein Schreckkugellager besteht aus einem Käfig und einer Reihe von Kugeln mit einem Innen- und Außenring. Die Laufbahnen sind geschliffen mit einem Berührungswinkel von 40 Grad und können somit große Axialbelastungen aufnehmen. Zu dieser Familie gehören auch das zweireihige Schrägkugellager, das grundsätzlich in einer O-Konfiguration angeordnet ist, sowie das Vierpunktlager, das nur für Axialbelastungen geeignet ist. Einreihige Schrägkugellager können Axialbelastungen in nur einer Richtung aufnehmen und müssen daher immer paarweise in X- oder O-Konfiguration verwendet werden. Auf diese Weise lassen sie sich für Radial- und Axialbelastungen in beiden Richtungen einsetzen. Bei besonders hoher Axialbelastung in einer Richtung ist auch eine Tandem-Anordnung möglich. Auch bei Tandem-Anordnungen ist ein passendes Gegenlager nötig, um die Welle zu fixieren und zu stützen. In diesen Konfigurationen wird die Lagerluft bei der Fertigung voreingestellt und als Nachsetzzeichen in der Lagerbezeichnung angegeben. Die einstellbare Lagerluft oder Vorspannung richtet sich nach den jeweiligen Anforderungen der Anwendung. Die falsche Konfiguration kann schwere Maschinenschäden verursachen. Schrägkugellager werden häufig in Anwendungen wie Getrieben, Pumpen und Werkzeugmaschinen eingesetzt, wo es auf hohe Genauigkeit ankommt und hohe Drehzahlen und Axialbelastungen vorherrschen. In diesem Film wird der Einbau in O-Konfiguration gezeigt. Kleine Schrägkugellager werden meistens im kalten Zustand mit dem SKF-Einbauwerkzeug montiert. Lassen Sie das Lager bis zum eigentlichen Einbau stets in der Schutzverpackung und ölen Sie die Welle leicht ein. Mit dem Einbauwerkzeug können Innen- und Außenring gleichzeitig auf die Welle getrieben werden. Dadurch werden potenzielle Einbauschäden am Lager vermieden, da die Stoßbelastungen nicht durch den losen Ring übertragen werden. Wenn beide Lager in der richtigen Konfiguration montiert sind, werden sie mit der Wellenmutter auf der Welle gesichert. Der Warmeinbau ist ebenfalls eine gängige Einbaumethode für Schrägkugellager. SKF bietet für diesen Zweck eine große Bandbreite von Induktionsanwärmgeräten an. In diesem Beispiel wird ein kleines, tragbares Anwärmgerät verwendet. Erwärmen Sie das Lager auf nicht mehr als 110 Grad Celsius und tragen Sie stets Schutzhandschuhe. Nach der Montage der Lager sichern Sie sie mit der Wellenmutter auf der Welle. Achten Sie darauf, dass die Lager vorher abgekühlt sind. Zum Ausbauen von Schrägkugellagern entfernen Sie zunächst die Wellenmutter. Meistens wird ein mechanischer Abzieher verwendet, um die Lager von der Welle zu entfernen. Diese Anwendung ist mit einem Stützring ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Abziehkraft durch den Ring mit der festen Passung übertragen wird. Bei der Kaltmontage von Schrägkugellagern ist stets darauf zu achten, dass Innenring und Außenring gleichzeitig auf die Welle getrieben werden.
Bei Krafteinwirkung auf den losen Ring würde die Stoßbelastung durch die Welzkörper übertragen und das Lager möglicherweise beschädigt. SKF stellt ein großes Angebot an voreingestellten Lagern her, um mit jedem Lagerpaar die richtige Lagerluft und Vorspannung sicherzustellen. Ziehen Sie auf jeden Fall das Anwendungshandbuch zu Rate, um sich über die richtige Konfiguration zu informieren. 1. In diesem Beispiel wird ein kleines Induktionsanwärmgerät verwendet.